Ist ja gut, wir stehen auf. Ich liebe diese ruhigen Momente. Ansehen. Did I actually cause that clock to stop? Dab, dab, dum, dum. Oh, there's a ladybug stuck in the dials. Im Ernst? Die Frage ist für die 20 vor 11. Und das ist unser Bild. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Warum nicht? Max the time bandit strikes again. Och, könnt ihr nicht wenigstens mal die Vögel wegräumen? Das ist ja... Warum alles in der Welt lagert ihr hier draußen Mayo und Ketchup? Mitten in der Sonne! Die Amerikaner sind alle sehr, sehr komisch. So, Vögel, ja. Hier ist das Grab, hier war mal das Bild. So. Hier war auch mal das Bild. Und da ist die Schaukel wieder. Bierflasche. Huch, was wird das denn gerade für ein... Ja, 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 da. Wir existieren schon nicht mehr in dieser Zeit. Das ist alles verkorkst. Und die Vögel. Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Öffnen. So eine Balkontür auch, die sich selbstständig schließt. To think this all started with my vision of a tornado. Dab, 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 dab. Arcade Bay Beacon. Öko-Apokalypse. Bis vor kurzem war Arcade Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht. Aber diese ganzen Zeitanspielungen befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Ah, diese ganzen Anspielungen. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Arcade Bay jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Doch unglaublicher als diese Ökophänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite fortgesetzt! Es gibt bloß keine nächste Seite. Ein Foto, das irgendwie ziemlich zerrissen aussieht. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Kate. Frage beantwortet. Unüberwindbare Barriere, nicht Karriere. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Meinst du eine Bohnenluke oder? Ich muss sagen, so gefällt mir der Raum auch gleich viel besser als dieser sterile Krankenbereich, den wir in der Parallelwelt gesehen haben. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Metzen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß, Sie schätzen Grusin Prescott. Waffenschrank. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. William stuff. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Auf darüber zu reden, da kriege ich gleich wieder Tränen in den Augen, Mann. Das ist doch asozial. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Ja, Papierkugel. Das ist das Porn-Ding. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen. Mit der Überwachung oder Verdächtigung. Und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich.
Aber in Arcadia Way gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord und du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Fortsetzung auf der nächsten Seite! In fetten Großbuchstaben! Ey, das... Ja, die Kamera abmontierte im Ernst? Wow. Was glitzert denn da oben durch? Soll das Dach reparieren, Mann? Vögel. E-Mail. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Von Director Wells an Stiefdaddy David. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion Das hat er wahrscheinlich geschrieben, was er gerade besoffen war. Ansonsten könnte ich das ja vernünftig einfach mal vorlesen, was da steht. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung unseres... Ich trinke mal kurz was. Moment, ich kriege die Flasche nicht auf. Über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Vielleicht sollten wir einfach die Kameras auf bestimmte, nicht ganz so private, intime Bereiche reduzieren. Beispielsweise... Die Mädchenumkleide. Wenn nur deine Kamera ist, für dich schon vollkommen lang, um die Sicherheit in gewissem Maß zu erhöhen. Oh, miau, Miss Grant. Twist that knife. What the hell? Michelle Grant, David Madsen. Ich brauche keine Überwachungskameras, um ihre Aufregung kommen zu sehen. At least he has one weird fan. Von Anonym. An David Madsen. Sehr geehrter Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind so viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Wish I had surveillance footage of that conversation. David Madsen an Raymond Wells. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell Akademie? Und ohne mich wird es sich ausbreiten. Okay, ich bin gerade mit mir gefragt, was das Wort bedeutet oder was es wie ein Scheifel ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ein Flyer. End of the World Party. Auf jeden Fall geht er zu der Party. Jeder ist Freitag bei dem Weltuntergang. Ist Party dabei. Jawohl. Monk just married. Ja. Tür. Stromkasten. Irgendwas Verdächtiges hier, abgesehen von diesen komischen Flecken. Was haben wir denn draußen so? Chloes Auto. Faszinierend, Dr. Watson. Ein Schließfach. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Eins. 2, 3, 4. Shit. For once, I don't have time to search for the code. Oh, and I need to find a way to break this padlock. Ein Nest. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Huch, soll ich das unten angucken? Excuse me, just one picture, please. Was für Konsequenzen haben. Click, another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series.
Zeitraffer. So, und die Planke wieder davor stellen. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy legs. Ich beschütze sie, das ist... Nicht auch irgendwie David, was den finde. So, Vorhängeschloss kaputt machen. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wir hatten so viele Zahlen damals bekommen, als wir die ganzen Unterlagen durchstöbert hatten, na, als wir den Computer knacken wollten und den Laptop. Brechstange, ja, eine Brechstange, klar. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Natürlich kannst du das. Das ist natürlich sehr, sehr logisch. Brechstange. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Ich hoffe, du hast einfach nur die Sicherung da, Stange da, kaputt gemacht. Oh, Maps, Notes, Coordinates, Fotos of Kate, Nathan. Oh, yes. So, was kann man denn da lesen? Das habe ich mir gedacht. Sie weiß etwas. Denn sie trägt ihren Ring am Mittelfinger. What the hell? Was ist das denn? Okay. Interessant, ja. Ach, das hat er fotografiert. Ja, nee, ist klar. Aha. Heißt das, ich kann... Ah, nee, kann ich nicht. Das hat alles gesehen, aber natürlich nicht eingeschritten. Bester Wachmann ever. Huch, hab ich jetzt alles gesehen? Ups, hoppla. Score. Back to Chloe now. Ja, nee, wir haben das Vorhängeschloss kaputt gemacht. Natürlich, ist klar. Ist klar. So, wir waren dann niemals bei. Können wir die Brechstange auch wieder zurücklegen? Bestimmt. Das war das Brett. Brett, 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 Brett. Was war denn das Ereignis hier? Können wir nicht zurücklegen. Na gut, okay. Das Foto haben wir noch, oder? Oh, drück doch mal Tabulatortaste, du Vollhonk. Ja, das Foto haben wir noch. Wie schön, dass es auch belichtet ist. Das ist... So eine alte Peruloid-Kamera, wie auch immer das Ding heißt. Es fängt mit P an. Ist schon was echt Faszinierendes. It's amazing how much drama this living room has seen. Das ist doch immer so melancholisch. Looks like David already booked a room. The Block Hotel. Reservation Nummer 638. Das sind nicht so nicht viele. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Ja, okay. Ah. Okay, da okay. Chloe rufen. Chloe! Oh, sie muss echt hier unten stehen. Das ist ja auch faszinierend. Yo, Chloe! Huch. Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Da wohl erwartet, ich bin gespannt.